Hallo, in diesem Video werfen wir einen Blick auf ggplot, auf die Erstellung von grafischen Darstellungen in R und in RStudio. Es gibt ja mehrere Methoden, wie wir das in R machen können. Ggplot ist eigentlich die modernste. Da kann man jetzt natürlich unterschiedlicher Meinung sein. Es gibt ja mehrere Lösungen dafür. Das ist dann immer Geschmackssache. Aber wenn man sich auf ggplot einlässt und dann hat man ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug in den Händen. Wir brauchen einfach mal einen Blick auf die Philosophie, die dieses Werkzeug auch implementiert. Die ist etwas speziell, so dass man am Anfang vielleicht ein bisschen Übung dafür braucht. Kann Ihnen aber nur empfehlen, lassen Sie sich darauf ein. Das wird Ihnen stark helfen. ggplot implementiert das, was hier in diesem Buch The Grammar of Graphics skizziert wird, ist sicherlich auch eines der wichtigsten Werkzeuge, die das dann auch tun. Also hier mal nochmal ein Hinweis auf das Springer-Buch von Leland Wilkinson, der das entwickelt und vorgestellt hat. Es gibt jede Menge Quellen. Bei O'Reilly gibt es ein R-Graphics-Cookbook. In den Büchern zu 3D-Verse finden Sie etwas. Und im Netz finden Sie natürlich sehr, sehr viele Quellen. Und auch Erweiterungen, die dann auf der Basis von ggplot einfach noch mehr bieten. Wir bleiben jetzt hier mal beim Standard. Wenn man hier auf die Cheat Sheets geht, in RStudio im Help, dann kommen Sie hier auf Data Visualization with ggplot 2 und dann findet man dort ein PDF. Ich habe das auf meiner Festplatte hier, habe ich es gerade mal aufgemacht. Oder man druckt es einfach aus und hat dann so eine Quick-Referenz zu diesem Werkzeug. Hier so links, da fangen wir auch gerade an. Was ist denn jetzt überhaupt die Philosophie davon? Sehen Sie auch wieder, ist based on the grammar of graphics. Die Idee, die dahinter steckt, ist eigentlich, wir machen eine Abbildung unserer Daten, also das, was Sie jetzt hier ganz links sehen, auf grafische, auf visuelle Eigenschaften. Angefangen natürlich mit einem Koordinatensystem, einem Reference Frame. Und dann können die Eigenschaften in den Daten zum Beispiel x- und y-Koordinaten von Punkten sein. Das wäre dann gerade das, was wir hier haben. Oder eben Farben, Größe, relativ viel, was man sich so vorstellen kann. Dann kämen hier sowas raus. Wir werden dann auch mal gerade einen Blick auf diese Dinge werfen. Machen wir mal das Cheat Sheet mal gerade zu und schauen hier nochmal in die Shell. Ich werde das jetzt so ausnutzen, dass wir hier links immer die Kommandos eingeben und hier rechts gehen wir dann hier auf Plots und da werden wir dann die grafische Ausgabe, die wir erzeugen, sehen. Ja, bevor wir eine Grafik erstellen, brauchen wir natürlich Daten, ganz klar. Dafür verwenden wir wieder einige einfache Datensätze. Es kommt eigentlich gar nicht auf die Datensätze an. Der erste Datensatz, den wir hier verwenden, den wir jetzt auch gleich mit Tidybus einlesen, enthält einfach eine Spalte mit kardinalen Merkmalen, mit ganzen Zahlen, nämlich Lieferzeiten eines Produktes. Auch mal aus dem Buch von Berg und Bauer eine Lieferanstalt verwendet. Wir haben Kommas als Dezimalbrenner, das heißt, wir verwenden dann auch Read underscore CSV2. Schieben wir das einfach mal weg, sagt er auch schon, hat Komma gemacht. Und es gibt eine Spalte, die heißt Lieferzeiten mit einem großen L. Können wir uns auch davon überzeugen. Ist ein Tippel, weil wir haben es ja mit Tidyverse eingelesen. Wäre jetzt hier eigentlich gar nicht so wichtig. Das ist ggplot in allem, noch mit Dataframe zu arbeiten. Aber nachdem man ja Tidyverse schon geladen haben, wie Sie hier oben sehen, nehmen wir das natürlich auch. ggplot könnte man auch alleine laden, aber ich mache das meistens auf einen Schlag. Library, Galabrua sehen Sie hier auch noch. Wir haben die Möglichkeit, direkt in ggplot mit Galabrua-Farben zu arbeiten, aber ich habe jetzt hier einfach zum Teil auch aus Gewohnheit und weil es nachher auch einfach ist es zu zeigen. Aber ich habe mal 8 Farben aus dem Calabrua erzeugt, nämlich die Z2. Das ist natürlich Geschmackssache. Aber dann haben wir mal Farben, jetzt haben wir es eingelesen. Und jetzt sehen wir hier schon, da stehen jetzt ganze Zahlen drin. Sie sind von 1 bis 7. Das könnten wir jetzt mit der Statistikfunktion
und er auch ganz schnell rausfinden. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. So, jetzt machen wir die erste Grafik und ggplot, haben wir ja eben schon gesehen, ist eine Abbildung der Daten auf visuelle Eigenschaften. Ja, das haben wir auch schon mal, wenn wir Daten ernehmen sollen. Indem wir einfach sagen, Data gleich, ja, die Variable, die ist ja liefer. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges, das ist Pluszeichen, was ich jetzt hier eingetippt habe. Damit sagen wir, ja, es geht natürlich noch weiter, wir sagen dir jetzt auch, was du mit den Daten machen sollst. Dieses Pluszeichen steht immer am Ende einer Zeile. Ein Fehler, wo man sich dann am Anfang wundert, warum kommt denn jetzt kein Bild, ist, dass sie das Plus sozusagen nach links schreiben. Der Prompt, der jetzt hier kommt, natürlich, der kommt ja von der Shell, aber das Pluszeichen ganz rechts in ihrer Angabe ist wichtig. So, und jetzt haben wir das schon mal ganz kurz auch im Cheat Sheet gesehen. Es gibt sogenannte Geons, also grafische Darstellung, und was machen wir? Wir wollen Häufigkeiten sehen, also nehmen wir dann Geon underscore bar. Und das ist eine Abbildung, deshalb gibt es hier auch ein Attribut, das heißt Mapping. Und diese Zuordnungen zwischen Datenelementen, zum Beispiel zwischen Spalten und einem visuellen Attribut, das sind Aesthetics, AES, und sagen wir einfach, leg doch die Elemente, die in der Spalte Lieferzeiten stehen, im Tibel mit dem Namen Liefer, auf die X-Achse. Zwei Klammer zu hat er schon gemacht, schicken wir es einfach mal weg. Und jetzt sehen wir schon die Grafik. Hier hat er jetzt für uns, wir haben noch gar keine Statistikfunktion verwendet, das muss man sich immer klar machen, die sind sozusagen in ggplot mit enthalten zu jedem Geom, wie hier dem Bar, gibt es eben auch eine entsprechende Statistikfunktion, die dann weiß, als Default, ja, ich soll das einfach mal hier mal die Häufigkeiten zählen, also Sie brauchen kein Table, wenn Sie das schon haben, dann können Sie das auch Geom Bar sagen, dass er da sozusagen die Stat, die Statistikfunktion dann austauscht oder ausschaltet, aber um mal schnell eine Grafik zu machen, ist es natürlich cool. So, wir sehen hier so von 1 bis 7, da sind die meisten, das ist bei 5 Tagen. Hier nimmt er einfach die Spaltenbezeichnung als Beschriftung der X-Achse noch. Und hier sagt er, ja, ich habe ja gezählt, also schreibe ich da einfach mal Count hin. Ist ja schon mal relativ schnell gegangen. Und der nächste Schritt, den wir jetzt machen wollen, ist, dass wir diese Grafik so sukzessive etwas verändern, immer mehr hinzufügen. Und da werden Sie sehen, dass das Pluszeichen echt eine schöne Geschichte ist. Ich werde das jetzt auch mal ausnutzen und deshalb sage ich jetzt mal, okay, ich erzeuge mal ein neues R-Objekt, das nenne ich mal Bars, und da schreibe ich jetzt einfach nur, ich könnte mal jetzt das History zurückholen, aber ist jetzt egal, ich habe es zum Beispiel eingetippt, ja, habe auch wieder das Pluszeichen gemacht und die Zeile, die darunter lag hier, die hole ich mir jetzt gerade aus der History. Und es ist erstmal in der rechten Ausgabe, in dem Plot, ist nichts passiert, hier schon schwer hier ja auf dem Pfeil. Ich habe jetzt einfach das Ergebnis auf dieser Variable aus abgespeichert. Typisch einfach ein, zack, hier ist sie wieder. Das heißt, wir können grundlegende ggplot-Ausgaben als R-Objekt speichern, zurückholen und indem wir da jetzt wieder Plus hinschreiben, erweitern. Und so kann man sukzessive sich seine grafische Darstellung zusammenbauen, indem ich jetzt einfach diese Variable eingebe und ein Pluszeichen mache. Das ist jetzt genauso, als hätten Sie die zwei Zeilen da eingetippt. Und dann könnte ich jetzt noch hier was dazu bauen. Wir überschreiben sie jetzt einfach. Das heißt, ich hole mir sie jetzt mal wirklich hier zurück. Hole mir jetzt auch die hier. Sag jetzt aber noch dazu, pass auf. Ich habe ja jetzt gesagt, was auf der X-Achse liegt. Ich mache hier mal das, die runde Klammer. Mach schon mal weg, sag jetzt ein Komma und sag jetzt, ich hätte gern, dass du diese Balken mit einer anderen Farbe füllst. Das ist das Attribut Fill, wie die Fill Color. Ein Punkt hat eine Color, da würde ich einfach Color hinschreiben. Und suchen wir uns irgendeine aber aus, nehmen wir mal die zweite, ich weiß gar nicht, was der da genau gemacht hat, aber ist egal, machen die Klammer zu. Wir sehen immer noch nichts, weil ich habe es ja noch abgespeichert.
Aber jetzt geht es raus und jetzt haben wir diese Farbe verwendet und haben die grafische Ausgabe verändert. Mir gefällt dieser graue Hintergrund mit den weißen Linien sehr gut. Das ist natürlich auch wieder eine Sache, die man ausschalten kann. Das sind sogenannte Themes. Man kann es komplett auf schwarz und weiß schalten, Theme PW. Das ist eben die Standard. Sie können auch einfach sagen, nee, finde ich doof, füllt das bitte nicht aus. Ich werde es jetzt mal da dabei lassen, aber das ist relativ schnell gemacht. So, jetzt manipulieren wir noch ein bisschen die X- und die Y-Achsen. Eine ordentliche Abbildung hat natürlich auch eine ordentliche Beschriftung und vielleicht könnte man auch sagen, na gut, ne, dass da immer 2, 4, 6, also das sagen immer nur die geraden Zahlen. Ich hätte gerne alle von 1 bis 7. Und ja, dann hole ich mir doch das Bild zurück. Sag jetzt mit dem Plus, da will ich noch was dazu schreiben. Dann kommt schon das jetzt eigentlich rechts raus, was da ist. Und es gibt für die Skalen, für die Achsen, das hier ist eine diskrete Achse, weil wir nämlich diskrete Werte haben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es gibt natürlich auch ein Scale X Continuous, weil sie jetzt Werte auf dem Intervall haben, von 0 bis 10. Und dann sagen wir einfach, ich hätte gerne als Limits, das hätte ich jetzt auch mit dem Rap machen können, aber das ist jetzt gerade egal. Dann nimmst du jetzt bitte dieses. Und jetzt hat das direkt gemacht, ich hätte es auch nochmal abspeichern können, aber das ist gerade egal und jetzt haben wir schon mal die X-Achse verändert und jetzt schreiben wir noch einen Titel darüber und wir ersetzen auch Lieferzeiten durch Lieferzeiten in Tagen und das Count hätte ich jetzt gern ersetzt, zum Beispiel durch absolute Häufigkeit. Da gehe ich nochmal wieder zurück, sage hier Bars. Hol mir auch das Scale Discrete zurück für die X-Achse. Ja, man sieht auch schon, ne, der hat natürlich auch schon gleich eine Beschriftung für die Y-Achse gemacht. Die lassen wir auch. Das kann man natürlich genauso verändern. Und das sage ich hier bloß, weil ich sage, nee, ich will noch was machen. Und dann gibt es Labs. Ich habe die Runde gleich mal wieder weggemacht, weil ich jetzt quasi so Zeile für Zeile hinschreibe. Labs und ich sage jetzt, okay, ich hätte gerne Überschrift. Ich gebe auch einen Subtitle. Das werden wir jetzt aber mal sein lassen. Das können Sie dann selbst mal ausprobieren. Und ich habe wieder ein Komma gemacht. Das heißt, der Weiß ist dann nicht fertig. Das habe ich hier Fragen. Denken Sie mal an die Einheiten. Und Y hätte ich gerne. Also nur Häufigkeiten. Ja, oder eben nichts. Ne? Wenn Sie sagen, Y sieht man auch, was es ist, sprechen Sie dann mit mir später. Jetzt brauche ich die runde Klammer zurück. Zack. Und jetzt hat er diese Änderungen gemacht und wir könnten sie jetzt auch hier mit Export abspeichern. Wir werden am Ende vom Video auch noch sehen, es gibt auch dafür in ggplot ein Kommando. Wir haben schon gesehen, dass wir Häufigkeiten quasi einfach geschenkt bekommen. Ggplot, das macht es für uns. Und jetzt stellen wir mal die absoluten Häufigkeiten auf relative um. Das geht relativ schnell. Dafür tippen wir nochmal den Beginn. Sie sehen auch schon, wenn Sie das gerade sehen, ich habe nämlich auch gerade schon noch vertippt. Aber ggplot ist gleich ein Mann, wo es auch immer gleich, was da ist. So, und jetzt kommt nämlich das Entscheidende. Ich sage jetzt nämlich, Y-Achse soll es eben nicht die Folge sein, das heißt absolute Häufigkeiten, sondern Anteile. Da ist die Syntax so einfach zwei Punkte vorne dran, hier mit dran, Proportions, wie Anteile, relative Häufigkeiten. Hier haben wir die runde Klammer weggemacht, dann mache ich jetzt mal ein Komma, weil dann wir natürlich wieder die Farbe hinzufügen. Bleiben wir mal bei der zweiten und machen das jetzt zu. Machen das jetzt noch weiter. Ich hole mir jetzt mal den Restpart aus der History zurück. Wir hatten das Scale X Discrete.
damit wir alle Zahlen haben. Und dann haben wir die Beschriftung nochmal verändert. Ich glaube, mit der Zeit hätte ich es jetzt auch getippt. Gibt's zu. Jetzt machen wir die Zeile mit den Titles. Das rentiert sich vielleicht eher, dass man es zurückholt. Da ist er. Und dann haben wir noch die X- und Y-Achse beschriftet und die X-Achse gelassen wir. Und da starten wir jetzt mal Schichtigkeiten dazu, der Anteile. Und da machst du was bei immer gerne. Ja. Und schon haben wir jetzt Anteile. Die Skalierung der Y-Achse hat er jetzt selbstständig gemacht. Die größte relative Häufigkeit ist so um die 35% oder 38%. Das hätte man natürlich jetzt auch wieder mit Scale Y Discrete. Könnte man das auch nochmal anpassen. Was natürlich wichtig ist, wenn Sie zum Beispiel mehrere solche Abbildungen anordnen, ne? Passen Sie auf, dass da die Achsen auch immer richtig so skaliert sind, dass wir etwas vergleichen können. Und jetzt machen wir noch einen nächsten Schritt. Wir haben ja ein Koordinatensystem, das haben wir schon im Cheat Sheet gesehen. Und wir haben jetzt natürlich so X und Y, kartesische Achsen, aber gerade so Barplots mache ich eigentlich auch sehr gern vertikal. Das heißt, ich ändere jetzt das Koordinatensystem. Ich fange mal an zu tippen wieder. Das hätte ich mich gleich besser mal abgespeichert, aber das ist egal, da müssen wir jetzt durch. Wir holen es mal wirklich mal zurück. Diesmal ist es eine ganze Weile. Da ist er. Die Fehlzeile ändert sich jetzt eigentlich gar nichts. Ich hole mal wirklich das komplette Kommando zurück. Da ist History richtig gut. Und jetzt kommen die Labs. Ne, jetzt kommt genau erstmal das da. Und dann kommen die Labs. Machen wir mal, ich bin gerade neu, wenn wir sowieso schon mal dabei sind. Wenn man es jetzt mal. Ich lasse jetzt aber die bei der Beschriftung. X-Achse ist immer noch das, wo sozusagen die Lieferzeiten liegen. Das heißt, das mit dem Koordinatensystem machen wir später. Jetzt haben wir mal die absoluten. Wir haben Proportionen dazu geholt. Die relativen Häufigkeiten da. Und das mache ich wieder nach der Runden nochmal plus. Und dann gibt es eine coole Funktion. Koop underscore flip. Ausschleifer x nimmt so ein Lachs aus. Und schon habe ich einen vertikalen Plot. Das ist jetzt Geschmackssache, wie Sie das gerne hätten. Aber diese Darstellung hat auch viele Vorteile. Jetzt können Sie natürlich auch dann sollten wir vielleicht mal über die Skalierung jetzt der Lieferzeitenachse, nennen wir sie jetzt mal so, nachdenken, ob sie die 1 zum Beispiel da oben haben wollen. Das können sie aber alles mit Scale X und Y Discrete machen. Hier hätte es natürlich einen Riesenvorteil gehabt. Ich hätte mir die grafische Darstellung gespeichert und hätte dann einfach nur gesagt, und jetzt machen wir plus Koord Flip und dann entscheide ich, was ich dafür verwende. Jetzt wechseln wir die Darstellung. Bisher haben wir ja Balkendiagramme gehabt, horizontal, vertikal. Eine sehr schöne Darstellung für Häufigkeiten sind auch Boxplots. Und Sie ahnen schon, da steht jetzt nicht mehr Geom underscore bar, sondern ja, Geom underscore Boxplot. Das heißt, wenn wir schon wissen, wie die Dinge heißen, und dann geht das schon mal. Diesmal speichern wir das auch direkt auf einer Variable. Und dieses Data gleich könnte ich mal schenken, könnte auf Liefer hinschreiben, das ist das Default-Argument. Aber lassen wir das jetzt mal so. Ja, das nehme ich hier im Boxplot. Ich sage jetzt wieder das Mapping, die Aesthetics. Und diesmal will ich auf die X-Achse nichts legen, weil ein Boxplot in der normalen Anordnung hier liegt es natürlich auf der Y-Achse. Alles mal an einer Zeile, das wird uns dann später, nehmen wir diesmal die erste Farbe, dann wird das dann später einfacher zum Zurückrollen. Jetzt machen wir noch ein paar Beschriftungen.
nichts, dafür will ich gar nichts haben. Und da, wo wir die Häufigkeiten beim Darstellen, sind jetzt wieder absolute Häufigkeiten. So, jetzt haben wir das abgespeichert und ja, hier sehen wir es. Und was Sie hier auch noch sehr deutlich sehen, ist, dass man hier rechts eine Legende bekommt. Das ist sehr schön bei ggplot. Vorhin bei den Häufigkeiten hat sich das nicht so angeboten, da wird es weggelassen. Aber ansonsten können Sie davon ausgehen, dass ggplot Ihnen immer eine Legende mit anzeigt. Stellen Sie sich einfach vor, wir hätten jetzt mehrere Boxplots, so dass man einfach auf der X-Achse dann noch mehrere Faktoren hätten. Jetzt zieht ihr natürlich nicht schön aus und das ist ja eigentlich auch nur die Farbe. Kein Problem, dann schalten wir das ab. Und ich habe vorhin schon erzählt, ob man jetzt etwas in Schwarz-Weiß haben will oder diesen tollen grauen Hintergrund, den ich so mag. Das sind Themes. Sagen wir, nehmen wir nochmal das Kommando, hängen das eigentlich was alles an, aber das ist natürlich doof. Also schauen wir es mal so hin. Und jetzt sagen wir einfach Legend. Ich könnte statt da, wo sie jetzt gerade ist, nach links schreiben, nach unten oben und ist auch halt, nee, ich habe keinen, einfach gar keiner. Und dann ist die Legende auch schon mal weg. Ja, das müssen wir gerade raus. Machen jetzt aber noch einen Bus dazu. Und mit Google Flip haben wir wieder die getauscht. Jetzt haben wir Balkendiagramme, wir haben Boxplots, was man mindestens in der Theorie dann auch später sehr stark in der Wahrscheinlichkeitstheorie macht, sind Verteilungsfunktionen. Wir können ja die relativen oder die absoluten Häufigkeiten kumulieren und eine Treppenfunktion, eine empirische Verteilungsfunktion erstellen. Und ich hatte schon vorhin erzählt, zu jedem Geom gibt es eine Stat-Funktion, die zum Beispiel für den Barplot einfach zählt, die Häufigkeiten und sie dann darstellt. Und diesmal werden wir den Spieß umdrehen und werden sagen, okay, wir nehmen eine Stat, nämlich eine, die heißt ECDF, Empirical Cumulative Distribution Function, empirische Verteilungsfunktion. Und dann stellen wir die Verbindung sozusagen zu einem Geom her und sagen, ja, nimm doch, nennt sich dann Geom underscore Step oder nur Step. Ja, wir wollen natürlich eine Treppenfunktion haben. Stellen nur Farben ein, Beschriftung und das wird durchgeführt. Fangen wir wieder damit an. Diesmal kann ich das Mapping, das kann ich auch hier direkt reinschreiben. Schauen wir mal. Jetzt kommt kein Geom, sondern diesmal ein Stat. So kann man dann auch später entsprechend zum Geom war zum Beispiel das Stat auch umschalten. Und jetzt sagen wir auch, ja, welches Geom wollen wir denn haben? Nämlich eine Treppenfunktion, das ist Geom Stat. Und jetzt hier einfach noch ein paar Eigenschaften, Farben, die Farbe. Dann ist nicht langweilig, wird man diesmal Farbe 3. Und die Size ist jetzt wie die gesehen, die Striche. Machen wir es mal. So, wir uns hier Stell X Discrete zurück. Also gerade. Das ist jetzt aber wieder nichts anderes wie die Beschriftung. Und machen wir jetzt hier. Verteilungsfunktion. Hier schreiben wir, da kumuliert nämlich das gleich die relativen, das ist nämlich eine Verteilungsfunktion, und schreiben wir hier drauf, kumulierte relative. Ja, zeigt dann hier schon an, ich habe natürlich durch das viele Erzählen mal wieder die Hochkommas vergessen, Sachen Plus, oder Sachen runde Klammer, und hier ist es. Farbe hätten wir jetzt nochmal austauschen können. Das heißt, wir haben hier so eine Treppenfunktion, fängt links eben irgendwann mal bei der 0 an, steigt bei der 1 um so und so viel, wie eben die relative Häufigkeit der 1 ist. Die größte Treppenstufe ist immer wieder bei der 5, das wussten wir vorher schon, und hier oben sind wir dann bei 100%.
und es geht auch nicht mehr höher. So, jetzt wechseln wir nochmal das Geom, Balkendiagramme, Boxplots, die Treppenfunktion, die empirische Verteilungsfunktion. Jetzt schauen wir uns ein Histogramm an. Dazu haben wir auch schon einen neuen Datensatz, Körpergrößen von Frauen. Hier oben sehen Sie auch gerade nochmal so den Header. Das sind die Körpergrößen aus dem Buch von Banesh. Es spielt keine Rolle, ob Sie jetzt genau diesen Datensatz verwenden oder einen anderen. Verwenden Sie einfach einen Datensatz mit einem kardinalen Merkmal, für das dann das Histogramm auch Sinn macht. Die Lieferzeiten sind da ein schlechtes Beispiel. Jetzt machen wir es erstmal an Geom Bar. Wenn Sie aufmerksam auf meine Stelle schauen, merken Sie schon gerade, ich habe es auch versucht und vertippt. Kann mal passieren. Einfach hier Geom Bar. Mapping. Und die Spalte heißt Körpergröße, so wie ich es jetzt gerade eintippe. Die Farbe 2 und jetzt muss ich wieder die X-Achse einstellen. Ich weiß schon, hätte ich mal auch mit Minimum und Maximum auch noch mal anschauen können, so zwischen 1,50 Meter und 1,80 Meter oder 85 Meter. Passt das? Das heißt, diesmal ist es aber eine kontinuierliche Skala, ja, keine diskrete. Und jetzt lasse ich hier eine mit 2D und dann mache ich einfach auch kleinster und größter Wert. Funktioniert. Jetzt schreiben wir noch einen Titel hin. Heute soll es nicht sein, aber jetzt nicht geschnitten, sehen Sie das einfach live. Die Vorzüge der History-Funktion, Scalex Continuous, Maps, den Titel hole ich mal nochmal zurück. Und beim X habe ich mich vertippt, das habe ich geahnt, weil ich natürlich mit den Anführungszeichen vergessen habe. Das sollte jetzt gerade noch funktionieren, haben wir Glück gehabt. Ich kann mir immer häufiger reiten, wenn man mit Klammer zu. Und jetzt haben wir endlich das Bild. So, und beim Bild sehen wir schon, wir könnten jetzt unten auch wieder die Breaks, also auch nochmal die Feinheit der Tickmarks da verändern. Das lassen wir jetzt mal sein. Häufigkeiten hätten wir auch nochmal an der Edge-Line-Achse was machen können, das überlasse ich aber Ihnen. Aber wir sehen schon sehr deutlich, dass hier ein Histogramm Sinn macht. Ja? Okay, dann machen wir noch mal eins. Machen wir wieder GG-Block. Frauen. Machen einen Plus. Und sagen wir diesmal aber nicht GM-Bar, sondern GM-Histogramm. Da ändert sich jetzt gar nicht so viel. Ne? Das ist natürlich sehr ähnlich noch. Zu dem, was wir schon kennen. Und jetzt habe ich was Neues getippt. Closed gleich left. Ja, wenn Sie sich daran erinnern, ein Histogramm, da brauchen wir eine Partition dieser Achse hier. Und das, was wir unterteilen, das sind ja Intervalle. Und da ist immer die Frage, da gehört jetzt hier der linke oder der rechte Abschnitt. Ne? Wenn wir bei 150 anfangen und bis 160 gehen, gehört 160 so zur ersten oder zur zweiten Klasse. Und das sind ja dann offene oder geschlossene Intervalle. Und hier sagen wir einfach, nee, close is left. Können Sie auch umgekehrt machen. Machen Sie es halt konsistent. Ja, und dann weiß er das, weil er zählt nämlich für uns wieder die Häufigkeiten. Das ist ja eingebaut, auch jetzt wieder hier. So, das ist jetzt die Fill-Color. Und ich mache jetzt hier mal noch ein Komma, sage jetzt auch noch Color.
Wir erzeugen nämlich jetzt etwas größere Rechtecke und das Color-Attribut ist einfach der Rand, die Farbe des Randes. Und das macht es häufig besser zu lesen. Das nehme ich jetzt einfach mal schwarz statt einer Farbe aus dem Color-Brewer. Den Rest, den hole ich mir jetzt wieder zurück. Ich mache jetzt wieder das Scale X Continuous. Merkt man schon, wenn man das jetzt geschickt abgespeichert hätte, hätte ich das einfacher machen können. Und dann, aber der Ordnung halber machen wir jetzt auch noch die Labs. Diesmal machen wir das aber ordentlich. So. Dafür ist eine Historiefunktion manchmal schlecht. Und das machen wir mal zu. Und dann haben wir ein Histogramm. Farbe. Randfarbe mit dem Color, sehr praktisch. Und wir haben hier eine Meldung bekommen. Sieht man auch wieder schön, hinter jedem Geom steckt ein Stat. Und zwar jetzt hier Stat Ben. Und das sagt nämlich eins, ist ja schön, dass du mal gesagt hast, dass die linke Intervallgrenze sozusagen noch dazugehört zur Klasse und rechts offen ist. Aber ja, wie viel Klassen soll ich denn bitte nehmen? Ja, es gab ja die Normen, es gibt empirische Regeln und natürlich kann man mal auf die Daten schauen, ob was da hier Sinn macht, zum Beispiel 5 cm irgendwas. Das haben wir eben gar nicht gesagt. Und dann sagt er, ja, dann nehme ich halt 30. Nehmen wir Minimum, Maximum und guck mal halt, was da rauskommt, wenn ich jetzt da 30 Klassen einlege. Ja? Und er sagt schon selber, pick better value with bin width. Das heißt, wir können hier einfach nur eine Variable angeben und sagen, ich hätte gern Klassen mit der folgenden Breite. Oder ich hätte gerne die folgenden Klassengrenzen. Und er hat hier natürlich sogar noch, weil also die Klassengrenzen sind hier ganz schlecht. Also diese Warnung soll uns schon mal darauf hinweisen, da war doch was in der Vorlesung. Mach mal. Okay, dann machen wir das mal. Das heißt, wir fangen hier wieder mit dem Ggplot an, holen uns das Geom-Histogramm zurück. Und sagen natürlich immer noch Post gleich left und mach's Komma. Ich habe gerade schon mal geguckt. So, und jetzt kann man mal sagen, ich hätte es gern so und so breit. Das heißt, ich gebe eine Klassenbreite an. Ich kann aber auch sagen, wo die Intervallgrenzen, die Klassengrenzen sind. Das ist Break. Und dann sage ich ihm einfach, erzeugt doch jetzt einfach, ich weiß per Zufall, 152 sieht man hier jetzt so ein bisschen Bild, das passt eigentlich ganz gut. Erzeugt doch zwischen 152 und 182 jetzt einfach mal alle mit der Schrittweite 3. Ja? Das heißt, meine Klassenbreite ist eigentlich 3 und ich mache das jetzt auch so, dass ich geschickt anfange und aufhöre. Und die Palette haben wir auch schon. Dann jetzt machen wir noch wieder die Color und machen jetzt hier. Plus und den Rest lassen wir jetzt wieder so, wie es ist. Das hole ich mir jetzt hier wieder zurück. Ich lasse jetzt mal die Beschriftung weg, damit es einfach mal nicht eine Übung in History wird. Ja, das Count hätten wir jetzt danach ersetzt. Und jetzt hat er die Klassengrenzen so verwendet, wie wir ihm das gesagt haben. Und beschwert sich jetzt auch nicht mehr. Wir machen eine ähnliche Darstellung. Das Histogramm und jetzt habe ich dieses Bin-Width, was er uns ja schon gesagt hatte. Das geht dann eben so. Ich sage halt einfach, ja, nimm doch 3.0 als viel haben wir schon. Dann machen wir hier nochmal das Galex Continuous. Okay. Hat er jetzt auch im Prinzip nur mal eine Warnung rausgeworfen, aber im Prinzip kommt er eigentlich genau, fast genau. Wir haben jetzt ja die Labs weggelassen. Ja, hat er ist entsprechend gemacht. Also Histogramme, da nimmt uns ggplot und das geom-Histogramm in die Pflicht. Sag mal doch mal bitte, wie viele oder wie breit die sein sollen. Als letzte grafische Darstellung, bevor wir jetzt mal so die Grundlagen von ggplot dann auch mal gesehen haben, sind Scatterplots, Streuungsdiagramme. Dazu brauchen wir
einen Datensatz mit zwei kardinalen Merkmalen, den ich hier auch schon mal geladen habe. Auch hier wieder nehmen Sie irgendein Beispiel, wo Sie einfach zwei kardinale Spalten, zwei kardinale Merkmale haben. Ich habe hier den Wassergehalt mir wieder geholt. Das war ja auch schon mal ein Beispiel in unserer Lehrveranstaltung für eine Regressionsgerade. Ich habe es dann Wassergehalt genannt. Hier sehen wir auch schon mal so die ersten Werte. Und die X-Achse heißt Luftfeuchtigkeit und die Y-Achse heißt Wassergehalt. Und die Frage in dem Datensatz ist einfach, gibt es einen statistischen Zusammenhang zwischen der Luftfeuchtigkeit und dem Wassergehalt in Wolle? Darum geht es gerade bei diesem Beispiel. Und wir wollen uns jetzt mal die Werte mit dem Scatterplot, mit dem Streuungsdiagramm angucken. Wir können uns das ggplot auch mit dem Scatterplot Wassergehalt weglassen wollen. Wir könnten das jetzt in der Tidyverse-Pipeline reinmachen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Heute geht es um ggplot. Okay, hier on point. Nimm Punkte, bilde diese Werte auf Punkte ab, auf x und y-Koordinaten. Ja, machen wir mal das Mapping. Die Aesthetics ist jetzt, ja, was kommt auf die x-Achse? Der Datensatz ist schon so angeordnet, dass es passt, aber Sie nehmen einfach die Spaltennamen eben fest, was auf welche Achse kommt. Ich mache hier mal ein Komma. Und jetzt geben wir nochmal wieder die 2. Das ist jetzt einfach die Punktfarbe. Aber Sie können auch wieder Breite und Transparenz der Punkte vergeben. Das lassen wir jetzt einfach mal sein. Machen wir nochmal kurz Maps. Hast du nicht die Anführungszeichen vergessen? Machen die Klammer zu, schicken es ab und sehen einen Scatterplot. Die sind jetzt relativ klein, hätte ich jetzt nur die Size verändern können. Aber das ist eigentlich gar nicht so wild. Nicht irritieren lassen, dass da eben für 50% Luftfeuchtigkeit mehrere Messergebnisse da sind. Und da wird man jetzt relativ schnell auch eine Regressionsgerade legen. Aber das ist ein anderes Video, das ist ein anderes Thema. Zu Beginn habe ich schon erzählt, natürlich, wenn ich das Bild, was ich jetzt hier gemacht habe, das will ich jetzt in ein Dokument reinbringen, könnte man hier auf Export gehen. Ja, Save as Image, Save as PDF, Copy to Clipboard, was wir alles gerne hätten. Und es gibt eine sehr praktische Funktion, die aus meiner Sicht auch viel schneller geht, als das, was wir bisher mit Plot zum Beispiel gesehen haben. Und gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt gerade, wir wollen den letzten Plot, den wir jetzt hier gerade sehen, speichern. Sie könnten aber auch genauso gut das Ganze auf einer Variable ablegen und dann sagen, ja, dann hätte ich halt gern das Objekt. Das Befehl, der Befehl dafür und das zum Abspeichern heißt GG Save. Ich sage jetzt einfach mal, wie es heißen soll. Ich sehe da ebenfalls reich, gebe ich zu. Punkt. Machen wir mal eine Idee. Aber welcher Plot hätten wir denn gerne? Last underscore Plot, also den wir gerade gemacht haben. Jetzt ziehen wir die runde Klammer weg. Machen wir noch die Zeile. Wir müssen eben aber sagen, das soll ein PNG-File sein. Der erkennt das nicht an der Endung, die wir eingegeben haben. So, dann so, ja, soll das ein Punkt machen. Ich mache das immer gern in den Images-Ordner und dann finde ich sie wieder. Und jetzt machen wir noch. Ach, da sammeln wir gleich noch die Einheiten. Ich hätte das gern 16 cm und 9 cm. Ja, muss jetzt nicht unbedingt passen. Ich hole es einfach mal 16:9 Verhältnis ab. Und hier sagt man noch, die Units, die ich da verwendet habe, sind in
cm. Schiebt es weg. Und dann schauen wir hier mal auf Files. Und hier gibt es dann auch einen Images-Ordner, wenn ich nur lang genug scrolle. Da ist er gerade. Und gehen wir mal hier auf Last Modified. Hier ist er gerade. Ich klicke ihn mal doppelt. Und dann kommt mein Bildbetrachter. Und hier ist er. PNG könnt ihr direkt in Fertig einziehen. Okay, das ist jetzt ein ganz kurzer Überblick gewesen über ggplot. Kann jetzt sagen, vielleicht nur so angekratzt alles, aber wir haben, denke ich mal, ganz wesentlich gesehen, dass wir da Zeile für Zeile mit dem Pluszeichen da unsere Abbildung zusammenbauen. Wir können Legenden natürlich auch verändern. Wir haben sie vorhin jetzt nochmal ausgeblendet. Sie können in ggplot extrem viele Einzelheiten angeben, bauen Sie aber Ihre Abbildung immer so Stück für Stück, so wie wir es eben hier auch gemacht haben. Die Abbildung ist ja nie fertig, Ihnen fällt wieder was ein und dann machen Sie einfach noch eine Zeile. Und insgesamt haben wir damit ein extrem mächtiges Werkzeug für das Erstellen von Abbildungen.